Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fable 3. So, das letzte Mal sind wir hier jetzt ja durch den Tempel gestiefelt, auf der Suche nach einem Hebel. Denn unser Freund hier im Tempel hat ja ein bisschen Hunger, also wollen wir seine kannibalischen Gelüste befriedigen. So. Im Gegensatz zu den anderen Kerlen aus den Vorteilen ist der hier ja nicht böse, um böse zu sein. Der hier ist böse, weil er Hunger hat. Und ein Kannibale ist. So. Jetzt haben wir aber so ziemlich alle Gegner, die wir hier machen konnten, erschlagen. Was schon mal eine gute Sache ist. Und ich denke, wir werden, weil das hier jetzt die letzte Quest vom Dunkeln Allerheiligsten war, wenn wir das abgegeben haben, das Gebiet einfach verlassen und wieder reinkommen. Und dann sollte es hier nur so vor Leuten wimmeln. So, hier sind wir. Habt ihr ihn schon? Ja, ich habe ihn. Ihr habt ihn gefunden? Das wird ein Fest, Mann, heute Abend. Habt ihr gesehen, wen wir zum Essen da haben? Ich kann euch gar nicht genug für all eure Hilfe danken. Die Sache des Bösen schuldet euch was. So. Ihr konntet Lestlin und seinen Kult den Hebel zurückbringen. Jetzt können sie die Opfergrillgrube benutzen, wann immer sie wollen. Ihr gehört doch zu den Bösen. Wollt ihr nicht den Ehrendienst verrichten? Eröffnet unser neues, dunkles, allerheiligstes. Ihr habt es euch wirklich verdient. Ungern, aber... Und die fallen einfach da rein. Ich erkläre das Dunkle Allerheiligste für eröffnet. Und die erste böse Tat wurde auch vollzogen. Fantastisch. Jetzt ist Essenszeit. Also lebt wohl. Kommt wieder, wann immer ihr wollt. Und ich lege euch jemanden auf den Grill. Jederzeit. Zum Beispiel, wenn ihr Hunger habt. Jemanden loswerden wollt oder was auch immer. Ach, da wird sich schon wer finden zum Loswerden. Als Prinz und Monarch to be hast du da ja immer ein paar Leute. Aber wie gesagt, ich werde das Gebiet jetzt einmal verlassen und es dann wieder betreten, damit wir nämlich das, nenne ich es mal, Geheimnis hier in der Gegend machen können. Weil dafür müssen dort in der Kammer, wo wir den Hebel genommen haben, halt noch die letzten Trümmerteile beseitigt werden. So, also da hinten durch. Und dann gehen wir jetzt einfach zurück und betreten wieder. Also hier die Richtung. Und das sollte dann sich jetzt soweit geregelt haben. Da müssen wir sehr bald mal noch wieder nach Driftwood zurück eigentlich. So wie man sieht, sind die Bauarbeiter jetzt weg. Und hier sollten Leute sein. Ja, sind sie. Das heißt, alles ist jetzt fertig. Hier haben wir jetzt halt standardmäßig so ein paar... Ah, da unten ist es, wie ich gesagt habe. Nee, lass mal. Vor allem, die machen wie schrecklich, während die hier Leute töten und aufessen. So. Komm schon, beweg dich mal schneller. Das ist, glaube ich, echt so, nur damit du das Teil nicht verfehlst. Das hier ist jetzt halt eine Kammer, aber das ist nicht die, die in die wir wollen. Aber wir machen sie natürlich trotzdem auf.
Hier findet man dann nämlich halt eine kleine Vorratskammer. Und mal schauen, was denn hier drin. Gold. Ah, wir können aber nicht auf der Streckbank schlafen. Sonst hätte man das ja sozusagen als Unterkunft benutzen können. Weil immerhin gehört der Tempel uns ja mehr oder weniger. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas sehen wollt. Ah, der hat Ich einen will Laden. morgen jemand danach schicken. Guten Tag. Gibt's da auch wen auf der Seite? Nee. Ich hatte gehofft, dass es hier Lebenspotions gibt, aber nein. Spiel, du tust mir nie einen Gefallen. So, aber wir müssen jetzt halt einfach da hinten wieder hin, wo wir ja schon mal waren. Einfach mal schnell hinlaufen, weil da gibt es jetzt auch keine Gegner mehr. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Und dann werden wir den Marker halt einfach auf die andere Seite bringen und die zweite Tür öffnen. Und dann geht es dann, bis der Hund knurrt. Ah, es gibt doch Leute zum Bekämpfen. Hätte ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Aber ich will mich natürlich nicht beschweren. Ey, was soll denn das? So. Wie gesagt, ich will mich natürlich nicht beschweren, weil Erfahrung ist Erfahrung. Aber ich muss mal gerade sehen. Willkommen im Unterschlupf. Ja, ich habe jetzt Stärke 4 von 5. Das ist halt, umso mehr du Nahkampfwaffen benutzt, umso effektiver werden die. Und Stärke 5 von 5 ist dann halt so das Optimum. Magie benutze ich halt ja nie, deswegen haben wir da halt auch eigentlich nichts. Leider. Aber ich sehe da oben jetzt ja einen Grund, Magie zu benutzen. Es geht noch nicht mal mit den Vögeln. Ah, ich kann sie runterschießen. Das ist dann ja auch schon mal gut. So. Hab mich zwar gerade gefragt, warum das per Magie nicht ging, aber ja, Science. Das ist genug an Begründung. Und da oben in der Kammer finden wir dann jetzt das Teil, das wir suchen. Ich wünschte, der Held könnte schneller laufen, aber das ist eine andere Sache. So. Hauen wir das Teil mal kaputt. So. Warum müssen die alle so langsam sein? Dude, ich nehme das auf. Ich habe nicht vor, die Folge 80 Minuten werden zu lassen, nur weil du langsam bist. So, dann müssen wir die Teile hier entzünden. Hier oben kam ich nicht dran. Oh, zumindest geht das schneller. Ich hatte echt in Erinnerung irgendwie, dass wir das Teil komplett jetzt auf den Weg hier rüber jagen müssten. Und da hinten ist noch eine Feuerschale. Dann ist der Tempel wenigstens voll funktionsfähig. So, beide da hinten hin. Die bewegen sich sogar mal schnell. Das gibt's jetzt auch nicht alle Tage. Ah, habe ich den einen hier ganz übersehen? Dann ist da eben hinten auch noch was runtergekommen. Komm, wir mit dir darüber. Dann sind es vielleicht 4 Stück, die wir für die eine Tür brauchen. So. Und jetzt sind alle da unten reingegangen. Oder die gehen jetzt da rein, wenn wir hingehen vielleicht. Ja. Und die Tür geht auf. Wenn man drüber nachdenkt, kann der Tempel hier auch nur wirklich von einem Helden geöffnet werden. Also so ausnahmslos.
Und hier ist halt eine Truhe. So. Ah gut, also wenn wir hier alle Feuer scheinbar brennen, werden wir also durchkommen können. Wenn ich hier hingehe, geht dann da die Treppe hoch. Das gefällt mir jetzt natürlich nicht so sonderlich, weil es mir ja ein bisschen an Nahkampfwaffen fehlt. Deswegen muss ich die jetzt schauen, dass ich die einfach wegkriege. So. So, der ist schon mal tot. Der eine, der da noch hängt. Gut. Hat doch noch halbwegs funktioniert. Auch wenn nicht so, wie ich es gern gehabt hätte. So, dann können wir auf der Seite jetzt zumindest mal hier hoch. Und wir müssen später, denke ich, noch die andere Seite entlang. So, dann brennt hier die zweite Lampe. Und da müssen wir jetzt wohl auf der anderen Seite einfach lang gehen, denke ich. So. Man muss aber schon sagen, hier in dem Tempel kannst du echt ein bisschen Zeit verbringen. Hätte ich soweit gar nicht gedacht. Ah, hier geht's ja lang. Das war dann eine Treppenstufe, deswegen habe ich es eben gar nicht richtig gesehen. Kommt. Ich habe da so ein paar Kugeln für euch. Müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Sind noch irgendwo welche? Da oben. Komm, steh auf, Kamerad. So. Alle tot? Ah, ich kann hier runterspringen. Ich hätte erwartet, dass, wenn wir alle getötet haben, da was aufgeht. Aber viel einfacher. Mach dir keine Probleme, wo keine Probleme sind. So. Und tot. Komm, aufstehen. Dann ist die hier noch an und ich vermute, dass wir hier runterspringen können. Ja, dann kommen wir da drauf. Ich glaube, als ich das erste Mal hier war, hatte ich da viel mehr Probleme mit. Das habe ich irgendwie so in Erinnerung. So, ah, und da können wir hier die fehlende Stufe aufmachen. Und dann können wir überall lang. Und da oben gibt es jetzt etwas. Es hat nämlich einen Grund, natürlich, warum die Truhe hier so mittig präsentiert wird. Der Fleischklopfer. Dieser Hammer wurde von der Bruderschaft des Dunklen Allerheiligsten eingesetzt, um stärkere Opfer in die Mangel zu nehmen. Und ich glaube, das ist der zweitbeste Hammer im ganzen Spiel. Das Einzige, was halt noch besser ist, ist Messer Jacks Hammer. Und natürlich, weil es halt die Waffe von unserem Erzgegner aus Fable 1 ist. Auch weil es mich irgendwie wundert, weil der nie einen Hammer hatte, aber ja. Gut, da können wir nicht runterspringen. Ich habe gedacht, weil da vielleicht noch eine Tür gewesen ist. Ah, hallo. Aber dann beende ich den Part hier und dann sehen wir uns das nächste Mal in der Akademie, wenn wir ein weiteres Buch abgeben. Nämlich jetzt genug, damit wir die Quest bekommen.